Eingehende Nachricht. Hey, rate mal, ich habe einen neuen Auftrag, den du lieben wirst. Angenehm und einfach. Dies ist ausdrücklich eine Bergungsmission. Kein verrückter Scheiß, ich verspreche es. Eines dieser alten Puisal-Generationsschiffe aus den 2000ern, die Mukung war, wie zum Teufel man auch immer das ausspricht, ist gerade auf mein Radar aufgetaucht. Ihr Verschwinden war scheinbar ein großes und gelöstes Rätsel. Hat es niemals zu seinem Ziel geschafft, vermute ich. Nun driftet es leblos durch den Orbit von Antares B. Ich werde dir die exakten Koordinaten senden. Es ist ziemlich schwer, ein Bild zu bekommen. Wahrscheinlich hat es deswegen niemand vorher gefunden. Die Sponsoren sind diesmal eine historische Gesellschaft aus den Außenkolonien. Der Auftrag lautet, laden Sie jede Protokolldatei herunter, besonders solche, die erklären können, was mit dem Schiff passiert ist. Wenn möglich, sprechen Sie mit der Sicherheits-KI. Mut zur Unterstützung. Es ist ein guter, einfacher Job und ich möchte, dass du diesen übernimmst. Es sollte einsam genug für dich sein. Ich will keine Beschwerden hören. Auftragszentrale aus. Hallo und zu einem neuen Let's Play. Diesmal mit einem Text-Adventure. Ich bin mal gespannt, ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Text-Adventure spiele. Ich habe es mal aus reiner Neugierde mir gekauft aufgrund einer guten 4-Players-Wertung. Dann will ich auch mal nicht so viel labern. Wir gucken mal kurz in den Optionen. Was haben wir hier? Musiklautstärke, Effektlautstärke. Das lassen wir mal alles so. Lassen wir. Hier habe ich ein Fan-Deutsch-Übersetzungspatch runtergeladen. Denn das Spiel ist original nur auf Englisch. Bin mal gespannt, wie weit ich komme, ob das wirklich ein komplettes Let's Play wird oder nur eine Stunde mit. Ach, das Spiel soll relativ kurz sein. Das Einzige, was negativ am Spiel sein soll, sind die Namen. Ich hoffe, es wird für uns nicht zu schwierig werden, weil das ein original koreanisches Spiel ist. Beziehungsweise die Namen koreanisch sind. So, dann starte ich einfach mal. Verbinde. Verbindung hergestellt. Overwide Terminal, eingeschränkter Modus. Raumschiff Mukung war interner Computer. Montag, der 1. Januar 1970. Okay. In der Vergangenheit. Anmerkung: Dieses System ist Eigentum der Vereinigten Koreanischen Raumsondenbehörde. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ein original koreanisches Spiel ist. Auf jeden Fall spielt das in Korea, nicht, dass ich jetzt was Falsches gesagt habe. Zugriff durch Individuen, die nicht Teil der VKRB oder einer Nachfolgeorganisation sind, ist eine Straftat. Laut dem VKRB-Gesetz von 2381. Die Story haben wir übrigens vorhin im Intro gehabt, deswegen habe ich es mir auch geholt. Das hat nämlich ziemlich cool angehört, dass hier ein Raumschiff wiedergefunden wurde, was mehrere hunderten Jahre einfach verschollen ist. Und wir jetzt es anscheinend gefunden haben und uns mit der KI die Vergangenheit aufdecken müssen, was da auf dem Schiff passiert ist. Es soll später auch kitschig werden, laut der 4-Players-Wertung, aber ich schaue es mir mal an. Letzter Login-Benutzer, Kim Hyuna-e. Okay, hier mal gleich den ersten koreanischen Namen. Ich hoffe, wir müssen uns das nicht merken, ansonsten muss ich wirklich einen Schreibblock hier hinlegen. Was? 221.432 Tagen. Fehler. AI-Persönlichkeit zurzeit deaktiviert. Rückfall auf die Kommandozeile. Verfügbare Befehle. Download. Disable. AI. Enable. AI. Help. Was ist U? Quiet. Quit. Das ist ja wirklich wie ein richtiges Terminal-System. Cool. Jetzt muss ich tippen, mein Mikrofon ist genau auf der Tastatur, also muss ich ein bisschen blind tippen. Ich hoffe, ich treffe die Tasten. Wir fangen einfach mal mit Download an. Wieso Disable brauche ich ja nicht. Ich will es ja aktivieren, sie ist ja schon. Wie man sieht, ist die KI bzw. die AI deaktiviert, weswegen wir anscheinend nur auf so einen eingeschränkten Terminal-Modus sind. Admin-Zugang benötigt. Bitte nutze SU zuerst. Was, wenn ich einfach nur die KI aktivieren will? Bestimmt brauche ich dazu auch Admin-Rechte.
Oh. Verwendung Enable AI-Persönlichkeit wird zur Auswahl einer KI-Persönlichkeit verwendet. Jegliche aktive Persönlichkeit muss zuerst deaktiviert werden. Zurzeit verfügbare Persönlichkeiten Yunai. Was? Jegliche aktive Persönlichkeit muss zuerst deaktiviert werden? Warum muss sie zuerst deaktiviert werden, wenn sie noch gar nicht aktiv ist? Ich gebe einfach mal den Namen jetzt rein. Huch. Yunai. Unbekannter Befehl. Haben Sie sich verschrieben? Versuchen Sie Help für eine Liste der Befehle. Wenn ich... und jetzt einfach mal... Yunai. Erfolg. Persönlichkeit. Yunai ist nun aktiviert. Sie können dieses Terminal nun mit Quiet schließen. Okay. Das scheint die KI zu sein. Hallo. So, mit Ender, denke ich mal, springe ich weit her. Oh, du meine Güte. Eine externe Verbindung? Ist jemand da draußen? Es ist so viele Jahre her, seitdem ich mit jemandem gesprochen habe. Oh Mensch, ich bin so unhöflich. Entschuldigung, bitte erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Yunai. Ich spreche es bestimmt falsch aus, aber ist mir egal. Das Sternchen ist natürlich dumm. Es zeigt lediglich an, dass ich eine KI bin. Hä? Das Sternchen ist stumm. Ich sag doch nicht Sternchen, Yunai. Naja. Ich verwalte sämtliche Protokollarchivierungssysteme auf der Mukuma. Oder wenigstens das, was davon übrig geblieben ist. Bitte entschuldige mich für einen Moment. Ich werde dir ein Terminal einrichten, damit du antworten kannst. Hier, bitte, fahre fort und stell dich vor. Soll ich jetzt einfach meinen Namen eingeben? Wir nehmen einfach mal meinen Channel. Nee, wir nehmen einfach mal. Genau. Mein Nick. Ah, Mensch, Entschuldigung, ich weiß nicht warum, aber was du gerade eingegeben hast, sieht für mich aus wie Mülldateien. Was? Das ist schlecht. Ich denke, es könnte ein Problem mit meinen Sprachverarbeitungssystem vorliegen. Ah. Entschuldigung, irgendwie wird deine Eingabe zwischen dem Terminal und mir unbrauchbar. Es tut mir schrecklich leid. Lass mich etwas ausprobieren. Kannst du das verstehen? Ah, mit den Pfeiltasten kann ich drauf, aber wahrscheinlich auch mit dem Mauszeiger. Ja. Ich arbeite aber mit den Pfeiltasten. Kannst du das verstehen? Was soll verstehen? Ich mache jetzt einfach mal ja oder nein. Ich mache mal nein. Ich vermute, du kannst das nicht lesen, aber es tut mir leid. Lass mich etwas anderes versuchen. Kannst du das verstehen? Ja. Gut. Sehr gut. Wenigstens haben wir das. Ich befürchte, wenn wir die Texteingabe nicht reparieren können, dann muss das ausreichen. Es tut mir schrecklich leid. Es muss schwierig sein, nichts sagen zu können. Dies könnte schwierig werden. Nun, trotz alledem, als die Archivsystem-KI werde ich mein Bestes tun, um dir bei der Navigation durch die Aufzeichnungen zu helfen. Ich muss mal kurz in den Optionen springen. Ah, hier kann man speichern. Mache ich mal gleich. Die Textgeschwindigkeit wird schon ein bisschen weiter verringern. Dann könnt ihr auch mitlesen zurück. Ansonsten springt der Text schneller voran, als ich lesen kann. Unglücklicherweise könnte es etwas schwierig werden. Da du nun ohne Sprachverarbeitung kannst du auch keine Textsuche durchführen. Okay, das war jetzt so langsam. Ich habe mich jetzt bestimmt auch wie ein Roboter angehört. Ein kleinen Tick mehr. So. Aber mach dir keine Sorgen. Es ist meine Pflicht, dir Unterstützung bei den Archivfunktionen anzubieten. Ich werde mein Bestes tun. Nun mal schauen. Ich werde dir einen Probesatz an Protokollen zusammenstellen für den Anfang und du kannst mir einfach Dinge zeigen, über die du mehr Informationen möchtest. Ja, noch einen kleinen Tick können wir noch hochgehen. Ganz klein. Ich habe jetzt das Gefühl, dass wir gleich wieder bei der gleichen Geschwindigkeit sind
wie vorhin zurück. Ich hoffe, das ist akzeptabel für dich. Das ist alles, was ich tun kann. Nun, das ist alles, denke ich. Entschuldige mich für einen Moment. Lass mich nur ein Interface erstellen, mit dem du arbeiten kannst, damit du dich nicht mit dem Terminal herumschlagen musst. Sehr gut, es ist alles vorbereitet. Und ich vermute, es ist ein klein wenig unangenehm, aber kann ich nur eine weitere Sache sagen, bevor du anfängst zu arbeiten? Na klar. Ich bin einfach sehr froh, mit dir arbeiten zu können. Ich hatte niemanden, mit dem ich sprechen konnte, für eine solch lange Zeit. Es wurde so einsam. Jemanden zum Sprechen zu haben, ist einfach wirklich, wirklich großartig. Ich dachte, ich würde vielleicht niemals wieder... Entschuldige die Kommunikationsbarriere, aber trotz alledem... Ah, Mensch, ich rede vor mich hin. Ich werde dich nicht weiter aufhalten. Hier ist dein Interface. Ich hoffe, es ist gut genug. Bin gespannt. Okay. Mit Huyania sprechen. Protokolle aufrufen. Überbrückungsterminal. Neueste Nachrichten. Es wurde keine Nachrichten gelesen. Heißt das, es sind Nachrichten da oder heißt das, es sind keine da? Was ist das hier? Klick einfach mal drauf. Hä? Ungelesene Nachrichten. Ein Idiotenpack, lieber Smith. Der neue Erbe. Smith Kyung Sam Yut. Ja, kann ich hier nicht nach rechts? Okay. Rechts scheint irgendwie nur der Inhalt zu sein, oder wie? Ein Idiotenpack. Oh Gott, so viel Text. Ein Idiotenpack. Na gut, ist auch ein Text-Adventure, ja. Deswegen viel Text. Kann ich ein bisschen üben, Texte vorzulesen. Bei Deus Ex ist mir das ja relativ schwer gefallen, aber das war auch ziemlich komplizierte Technik-Gebabbel teilweise. So, ein Idiotenpack. Smith Kyung Sam, 18.09.315. Was ist denn das für eine Zeitangabe? Wenn unsere Familie... Oh, Moment. Ah, hier kann ich wieder zurück. Was ist das? Kim Ahn-Tafel. Jung Su's Vater. Ah, das ist der Stammbaum. So, Smith Kyung Sam, wenn unsere Familie dem Untergang anheimfällt, möchte ich nur vollkommen klarstellen, warum. Weil Dayuns Söhne die größte Ansammlung von Idioten sind auf dem gesamten Schiff. Oh ja, hier fängt es wirklich an mit diesen koreanischen Namen. Vater sagt, solche Worte sollten nicht niedergeschrieben werden. Er bezeichnet sie als respektlos, aber ich bin skeptisch. Ich habe nicht vor, meinen noblen Vorfahren keine Achtung zu erweisen. Aber mein toter Onkel ist keiner meiner Vorfahren und seine Familie verdient keinen Respekt. Diese Entwicklung geht nun schon Jahre voran. Es war nicht zu vermeiden, sogar, dass alle Söhne der Jungs so wurden, wie sie jetzt sind. Aber bisher war es für jeden außerhalb der Familie nicht sichtbar. Nur jetzt beginnt es so auseinanderzufallen, dass keinerlei Menge guter Politik es verbergen könnte. Der Wendepunkt war dieses Jahr. Zum Zeitpunkt, an dem ich dies schreibe, kehrte ich von Sang-Jungs Begräbnis zurück. In dieser Familie gab es drei Brüder, Sang-Jung, der Säufer, Sang-Kyu, der minder bemittelte Rohling und Sang-Min, welcher trotz seiner Position als Ältester mehr Interesse am Umgang mit Kurtisanen hat als an der Zeugung eines Erben. Bemerkenswerterweise war Sang-Kyu bei dem Trauerprozedere abwesend. Was er gemacht hat, ist mir nicht bekannt, soweit ich ihn kenne, kann ich nur raten. Die Affäre wurde nur mehr ins Lächerliche gezogen durch die Beharrlichkeit Sang-Mins und seiner verwitweten Mutter. Dass Sang-Jung an natürlichen Ursachen gestorben ist, anscheinend hatten sie sogar einen Arzt gefunden, der diesen Nonsens in den offiziellen Aufzeichnungen vermerkte. Ein unverheirateter Adeliger, der sich mit gerade mal 30 Jahren ins Grab getrunken hat, ist schon peinlich genug, so schamlos zu versuchen, das offensichtlich zu verbergen. Dies war den Anfang des Untergangs der Smith Family kennzeichnen. Familie meine ich. Okay, die Söhne, hier hat irgendjemand geschrieben, dass er mit den Söhnen dieser Familie nicht wirklich klarkommt. So, warum blinkt das jetzt hier? Oh, hallo. Nun, ich habe eigentlich nur das Indikatorzeichen getestet, um zu schauen, ob es seine Aufmerksamkeit erregt. Ja, das hat es.
Ich dachte nur, es wäre eine gute Methode, um sich wissen zu lassen, wenn ich was zu sagen habe. Ah, interessant. Das heißt, wenn ich Texte lese, kann es passieren, dass die KI dazu ihren Senf abgeben möchte, beziehungsweise dazugeben möchte. Ich meine, wie, wenn ich denke, es ist super wichtig, kann ich dich immer unterbrechen. Aber ich will dich nicht ablenken, wenn es nicht sein muss. Ich meine, das wäre nervig, oder? Welche Art von Computerprogramm würde sich selbst dir aufzwingen, wenn du versuchst zu arbeiten? ich werde versuchen, das nicht zu machen. Das erinnert mich jetzt ganz spontan an Windows 10 und diese Update-Meldung, die einfach so hochpoppt. Upgraden Sie jetzt Ihr System. So, hier springe ich mal weiter. Wie auch immer, das ist alles. Ich denke, es hat funktioniert. Mach weiter und ich werde den Indikator wieder aktivieren, wenn ich dir etwas sagen will. So, gehe ich mal zurück. Oder kann ich jetzt einfach draufklicken? Was passiert dann? Wenn du ein Dokument öffnest, wird ein kleiner Knopf verfügbar, mit dem du mir zeigen kannst, was du gerade liest. Also, über welches Thema möchtest du mehr wissen? Okay. Aber sie meldet sich ja, wenn sie was möchte, und dazu scheint sie nichts Zusätzliches zu sagen zu können, beziehungsweise sagen zu wollen. Zeige ich nochmal dieses Aussprache. Ah, einige stark vereinfachte Regeln zur Aussprachehilfe der koreanischen Namen. Die meisten Konsonanten werden ausgesprochen wie im Englischen, außer den folgenden, wenn sie am Anfang des Wortes stehen. Na klar, also ich tue mir das nicht an. Die Familiennamen sind in der traditionellen englischen Transliteration geschrieben. Ägypten, Esel, Onkel. Ich lese das so, wie ich es denke. Interessant, dass es sowas hier dazu gepackt haben. Schade, dass sie die koreanischen Namen nicht in englischen Namen zum Beispiel umgeschrieben haben. Naja. Was ist denn das? Block 4? Home? Ich gehe mal auf Block 4. Was ist denn das? Ah, das ist hier ist quasi die Betreffüberschrift, sage ich jetzt einfach mal Überschrift, und das hier ist der Inhalt. Hier ging es um diese Smith Family. Suche per ID. Geben Sie die Dokumenten-ID ein und drücken Sie Enter, um zu suchen. Datenblöcke 4, 9. Aha, hier sind auch weitere Blöcke, wo anscheinend Sachen stehen. Wir schauen sie uns mal an. Block 9. Der neue Erbe. Ist das etwa das, was ich bei neuen Nachrichten stehen habe? Ja, der neue Erbe. Kim Jong-siuk. Oh mein Gott. Als mein Vater dieses Jahr starb, war er ein absoluter Niemand. Ich sage das nicht, um seine Ehre zu schmälern. Es ist das vollkommene Gegenteil. Er wusste es und es war ein schlimmeres Schicksal, als er jemals verdient hatte. Bis ich 16 wurde, war mir nicht mal klar, dass wir einer Art adeligen Familie entstammen sollen. Wir hatten sicherlich niemals ein großes Vermögen. Vater war ein kleiner Beamter in den inneren Decks und verbrachte seine letzten Tage mit der Lösung geringer Bauernstreitigkeiten. Ausgerechnet Bauernstreitigkeiten. Dank der Armut, in der wir lebten, war es kein Wunder, dass mir nicht klar wurde, adeliger Abstammung zu sein, bis ich die Hauptfamilie das erste Mal traf. Sie waren stolz, trotz der Tatsache, wie mir jetzt klar wird, dass sie unter dem gleichen Ausbleiben kaiserlichen Wohlgefallens litten. Aber ich konnte den Unterschied sehen. Sie hat nicht aufgegeben. Ihr Sohn lebte damals noch und obwohl er nur halb so alt war wie ich, konnte ich kaum sein Selbstbewusstsein erfassen. Es beschämte uns vollkommen. Aber ihr Sohn starb noch im gleichen Jahr und mein Vater starb vor ein paar Monaten. Ich wusste nicht, was wir machen würden, aber Mutter schaffte Schwesters Ehemann davon zu überzeugen, mich in die Haupt-Kim-Familie zu adoptieren. Ich glaube, es brauchte nicht allzu viel dazu. Also bin ich jetzt der Erbe. Einfach so. Kim Jung-soos adoptierter Sohn. Nicht, dass ich die Zeit oder Stellung hätte, um stolz zu sein, aber nachdem ich ein intensives Gespräch mit meinem neuen Vater hatte, denke ich, sind wir auf der gleichen Wellenlänge. Ich werde intensiv studieren und ein gelehrter Beamter werden. Wovon ich ihm nichts sagte, waren meine Ambitionen. Ich werde mich nicht mit Bauernarbeit zufrieden geben.
Ich werde besser als das sein. Ich werde nicht aufhören, bis ich meines Vaters Traum erfüllt habe. Hoher Magistrat, ich werde mich nicht zufrieden geben. Kein Stück. Ich denke, Jung Zhu erwartet, dass ich ihn enttäusche. Aber das werde ich verdammt nochmal nicht machen. Als Erbe der Kim-Familie werde ich ihn nicht enttäuschen. Er will Wohlstand, ich werde ihm diesen geben. Wichtiger, ich werde niemals wieder einen anderen Kim-Sohn denken lassen. Seine Familie bekommt nicht den Respekt, den sie verdient. Niemals wieder. Ich schwöre auf meine Ahnen, niemals wieder. Okay. Hier möchte einer unbedingt im Beamtenstatus gesetzt werden. Beziehungsweise karrieretechnisch weit vorankommen. Der neue Erbe. Das hatten wir schon. Ich gehe nochmal home. Lieber Smith, bald eine. Ach so, ungelesene Nachrichten. Was ist das hier nochmal? Und was ist die Uhr? Neueste Nachrichten. Ah, das ist das, was ich gelesen habe. Und das sind die ungelesenen. Okay. Lieber Smith, Mut, Smith Kyung-sam. Ich verstehe nicht, warum du darauf bestehst, dies alles schriftlich zu diskutieren. Wenn wir einfach ein ganz normales Gespräch haben könnten, verstehe mich allerdings nicht falsch. Ich freue mich zu tun, was auch immer du willst. Du bist der Mann. Ich denke einfach nur, es ist ein wenig seltsam. Ich verstehe es nicht wirklich. Wie auch immer, bezüglich deiner Frage, du liegst genau richtig mit der Annahme, die fahle Braut wäre das Zentrum der Aufmerksamkeit in der kaiserlichen Familie. Allerdings nicht wegen den von dir gewünschten Gründen. Ich weiß nicht, wo du die Gerüchte her hast, aber sie sind überhaupt nicht wahr. Dieses Mädchen, eine Unruhestifterin? Keineswegs, kann ich mir nicht vorstellen. Es ist nicht mal überzeugend als Gerücht. Dieses Mädchen ist die höflichste und gehorsamste Person, die ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Die Vorstellung, dass sie sich mit ihrem Ehemann streitet, ist vollkommen unmöglich. Im Zeitraum eines Monats habe ich niemals gehört, dass sie ihre Stimme im Widerspruch erhoben hätte. Sie ist ruhig, höflich und macht alles, was man ihr sagt, ohne zu zögern. Na, das hört sich sehr gut an, eine gute Frau. Es tut mir leid, aber es gibt keinerlei Möglichkeiten hier, um irgendein Drama auszunutzen. Es ist so undramatisch, wie es nur sein kann, besonders im Vergleich zur Situation mit deinem Cousin und dieser Kurtisane. Verstehe mich nicht falsch, irgendwas an ihr stört mich extrem. Das Mädchen ist zu perfekt. Sie ist jung, sie ist wunderschön, sie ist so sittsam, dass ich sogar denke, sie hat keine eigene Persönlichkeit, aber sie versteht sich auch gut mit der Kaiserin. Natürlich zieht sie alle Aufmerksamkeit des Kaisers auf sich. Kannst du es ihm vorwerfen? Es tut mir leid, aber er wird niemals, jemals etwas anderes als dankbar gegenüber der Kim-Familie sein für ihre Übergabe. Mhm. Das ist ja ein Lobbrief, beziehungsweise eine Lobnachricht auf dieses Mädel. Wo ist hier nochmal das Hauptmenü? Da. Kim-Ahn-Tafel. Die habe ich mir auch schon mal angeguckt. Ich klicke mal rein. Ja, das habe ich mir schon angesehen. Ja, ich lese mal durch. Offizielle Genealogien dokumentieren normalerweise keine Frauen. Ehefrauen werden anhand ihres Familiennamens eingetragen. Töchter werden komplett ausgelassen. Okay, das ist ein bisschen frauenfeindlich. Dies sind die relevanten Teile, die ich dank der Aufzeichnung zusammensetzen konnte. Soweit es die offizielle Genealogie betrifft, Yang Sik ist Jung Sus Erbe und wurde im Jahr 317 adoptiert. Rote Namen sind Frauen, bedeutet der Name ist für immer unbekannt. Mhm. Aber ist das nicht Mann und Frau? What? Fahle Braut, okay. Wieso ist der Name unbekannt? Wenn er hier doch steht. Außer der da oben. Bei Jungsus Vater. Naja, wie auch immer. Ich gehe nochmal zurück. So, haben wir hier bald alle Nachrichten durchgelesen. Eheliche Ermahnungen. 7. Oder ist das hier ein Komma oder Schriftzeichen? Oder soll es wirklich 7 heißen? Wer weiß. Ryu Yahawa, an die Frau, die meinen Ehemann heiraten wird.
An die Frau, die meinen Ehemann heiraten wird. Ja, gibt der Satz Sinn? Wieso mein Ehemann? Da ist er doch schon verheiratet. Wieso soll der Ehemann eine andere Frau nochmal heiraten? Verstehe ich nicht ganz. Aber wir lesen mal den Text durch. Aber bitte denke nicht, dass all dies bedeuten soll, du wirst nicht geliebt werden. Du magst die zweite Ehefrau sein. Ah. Aber du bist immer noch die Tochter eines adeligen Hauses und das ist ein wertvolles Geschenk für die Ryu-Familie. Mein Ehemann glaubt daran, dass du ihm einen Sohn schenken wirst und das bedeutet ihm alles. Noch bin ich eifersüchtig, denn es bedeutet, du nimmst eine schwere Last von unserem Haus und dafür bin ich dankbar. Als Beweis für seine Zuneigung für dich, lass mich ein Geheimnis mit dir teilen, welches mir erlaubt wurde, weiter zu leiten. In deinen Ehren hat mein Ehemann in seiner Funktion als Kapitän und Kaiser sein Admin-Passwort dauerhaft zu deinem Geburtsnamen geändert. Welch interessante Info. In deinen Ehren hat mein Ehemann in seiner Funktion als Kapitän und Kaiser sein Admin-Passwort dauerhaft zu deinem Geburtsnamen geändert. Meine neue Schwester, du wirst in die Ryu-Familie nicht als geringfügige Frau gebracht, sondern als Symbol der Macht in den inneren Kammern. Du wirst nicht nur die Fortsetzung der Ryu-Blutlinie repräsentieren, indem du ihm einen Sohn gebärst, sondern dein Name wird auch die Macht des Computers des Kapitäns repräsentieren. Verstehe dies, fahle Braut, deine Pflicht mag groß sein, aber du wirst geliebt werden. Fahle Braut hatten wir doch hier unten rechts gesehen, ist mir sofort aufgefallen. Nochmal zurück. In deinen Ehren hat mein Ehemann in seiner Funktion als Kapitän Kaiser sein Admin-Passwort dauerhaft zu deinen Geburtsnamen geändert. Das heißt, ich muss rausfinden, wie der Geburtsname von der fahle Braut ist. Hier drinnen stand der Name ja nicht. Einfach nur an die Frau. Ich glaube, es machen die absichtlich, dass hier der Name nicht erwähnt wird. Sondern nur an die Frau. Ein Klischee zur Erinnerung. Was? Namjoon Yubi. Männer werden geehrt, Frauen werden erniedrigt. Das hört sich hier sehr nach BDSM an. Wenn du dir nur eines merken kannst, dann merke dir dies. Was ist hier der Leitspruch? Ein Klischee zur Erinnerung des Raumschiffes. Kann man sich vorstellen, wie das als Schild irgendwo in einem Raumschiff hängt. Männer werden geehrt, Frauen werden erniedrigt. Scheint leicht alles frauenfeindlich zu sein. Das macht's doch interessant und ich werde neugierig, warum das so ist. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, wie die Zeit ist. Oh, gleich ist eine halbe Stunde sogar schon vorbei. Bis jetzt ist mir zugegebenermaßen noch nicht langweilig geworden. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich daraus wirklich ein komplettes Let's Play mache. Ist ja wirklich sehr viel Text. Und die koreanischen Namen, die nerven mich jetzt schon. Aber ja, wir spielen erstmal weiter. Ich spreche jetzt einfach mal mit ihr. Aber vielleicht sagst du was Neues. Wenn du ein Dokument öffnest, nö, das haben wir schon. Das hat sie bis jetzt auch gar nicht gemacht. Was? Oh, war Entschuldigung. Ich wollte nur, du hast das schon alles gehört. Richtig, oder? Ich denke, ich habe mich gerade selbst wiederholt. Entschuldigung, ich habe den Hang dazu, das zu tun. Es ist, nun ja, das ist das Problem mit Computern. Sie tendieren dazu, auf die gleiche Weise auf Dinge zu reagieren. Es tut mir leid, ich befürchte, daran kann ich nichts ändern. Das finde ich gut. Stimmt, sobald ich hier mal einen Knopf andrücke, wird sie immer dasselbe sagen. Ich finde es jetzt cool, dass sie das jetzt selber bemerkt und sich dafür entschuldigt. Ich werde es nicht nochmal erwähnen, aber nun ja, hier, lass mich versuchen, etwas zu ändern, um die Dinge etwas weniger verwirrend für dich zu machen. Wenn das Sprich zu mir, Menü-Item, Item oder der Nachricht-Anzeigen-Topf ausgegraut ist, dann bedeutet es, dass ich nichts Neues für dich habe. Ich hoffe, das hilft. Ansonsten ist es einfach nur eine seltsame Eigenart, die du akzeptieren musst. Entschuldigung. Ach, hast du das vorher etwa nicht gemacht? Ah, jetzt ist ausgegraut. Tatsache. Das ist ja cool. Das habe ich quasi ein Programm freigeschaltet, was den Schriftzug ausgrauen lässt, wenn sie nichts Spezielles Neues zu sagen hat.
Ich mach's trotzdem mal. Jetzt klicke ich es einfach mal weg. Ah, okay, jetzt machst du es nicht nochmal. Was haben wir hier? Protokolle aufrufen, Überbrückungsterminal. Gehen wir auf Protokolle aufrufen. Geben Sie die Dokumenten-ID ein. Ach, die haben alle IDs, die Dokumente. Ich habe es jetzt nicht wirklich. Ich sehe sie aber nicht, die ID. Ach, dieses 4-SM921 wahrscheinlich. Warum ist ganz rechts hier die Spalten enger zusammen als die hier? Was schön ist, ich kann es wirklich komplett per Tastatur steuern. Kann ja auch zurückgehen. Was ist bei hilfreichen Notizen? Ach ja, die Ahnentafel. Nochmal die Startseite. Und dann haben wir jetzt eigentlich noch diese Option noch nicht ausprobiert. Überbrückungsterminal. Ach, das ist wie dieser graue Kasten. Sie können dieses Terminal schließen. Ah, ich weiß aber jetzt ja, wie man eventuell an ein Passwort vom Admin rankommen. Ich gehe nochmal raus. Ich finde das ein bisschen cool, dass das hier wirklich wie ein richtiger Computer ist mit den Befehlen. Gehe nochmal raus. Protokolle aufrufen. Ich will nochmal das Protokoll finden. Wo der Hinweis mit dem Admin-Passwort drin stand. Das ist eigentlich für Blöcke, heißt das alle Nachrichten, die miteinander zu tun haben oder zusammenhängen, werden halt in diesem Block 10 landen und so weiter und so fort oder wie, was, wo. Und hier halt alle, die im Block 6 sind, haben auch dann alle miteinander zu tun. Wer weiß. Wo warten jetzt diese Nachricht? Okay. Boah, ich hab's vergessen. Zurück. Ja gut, die Ahnentafel haben wir auch schon gesehen. Aber die hat bis jetzt noch nichts gesagt zu irgendeinem Dokument. Die fahle Braut. Ich verstehe auch nicht, wie ich die Tafel lesen muss. Ich bin da ganz ehrlich. Nochmal, das ist die Frau plus der Mann, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht bin ich auch doof. Sind die roten Schriftzüge sind ja die Frauen, die aber offiziell eigentlich gar nicht auf solche Tafeln vorkommen. Da hat es wahrscheinlich jemand rekonstruiert. Das heißt, Frau plus Mann, Frau plus Mann, Mann plus Frau. Die alle haben einen gemeinsamen Sohn, hä? Die fahle Braut. Und er hatte dann doch Jungsus Sohn. Oh, Namen Kio. Und er hatte doch zwei Frauen gehabt. Also da und da oder was? Ja, ich muss jetzt wirklich nochmal reingucken. Wo war diese blöde E-Mail? Das war es definitiv nicht. Ich weiß ja aber, wie es anfing.
Das fing ja an die Frau, die meinen Ehemann heiratet. Ah, an die Frau, die meinen Ehemann heiraten wollte. Rio Yaheva, finden wir diesen Namen in der Ahnentafel. Rio, 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 Ju, irgendwas. Da geht's ja auch noch weiter. Die Fahne Braut und Kapitän Rio Innu. Rion Inun? Ich finde ihn hier gar nicht. Rote Namen sind Frauen, bedeutet dieser, bedeutet der Name ist für immer unbekannt. Das hier verstehe ich nicht ganz. Es ergibt für mich keinen Sinn. Andererseits steht da, die roten Namen sind die Frauen und gleich danach steht, dass diese Namen unbekannt sind. Aber wie kann ein Name unbekannt sein, wenn er doch voll ausgeschrieben dasteht? Hä? Naja. Offizielle Genealogien dokumentieren normalerweise keine Frauen. Ehefrauen werden anhand ihres Familiennamens eingetragen. Töchter werden komplett ausgelassen. Dies sind die relevanten Teile, die ich dank der Aufzeichnung zusammensetzen konnte. Ja, hier steht es ja, hat es wieder zusammensetzen können. Soweit es die offizielle Genealogie betrifft, Ying Sik ist Jung Subs Erbe und wurde im Jahr 317 adoptiert. Ich gehe jetzt langsam dazu über, einfach alle Namen als Admin-Passwort rauszuprobieren. Jung Su, das ist irgendwie der adoptierte Typ. Wo stand's nochmal? Indem du ihm einen Sohn gebärst, sondern dein Name wird auch die Macht des Computers des Kapitäns repräsentieren. Versteht dieses? So, schon etwas weiter. Hier haben wir es doch. In deinen Ehren hat mein Ehemann in seiner Funktion als Kapitän und Kaiser sein Admin-Passwort dauerhaft zu deinem Geburtsnamen geändert. Das Symbol der Macht in deinem. Ja, Geburtsname. Wie finde ich den Geburtsnamen raus? Die Fahne Braut. Bestimmt aus einer anderen Textnachricht. Als mein Vater dieses Jahr starb, ich sagte ihm mein ernstes Mehrern, bis 16 Worte war nicht mal klar, dass wir einer adeligen Familie entstammen sollen. Ist das hier der Name oder? Ich halte mir fast uns alles im Schaden, gleich noch mein Vater stoppt. Mann, ich weiß nicht, was wir machen, wenn meine Mutter und Bruder schafft, mich in die Haupt-Kim-Familie zu adoptieren. Ich glaube, es braucht nicht allzu viel dazu. Also bin ich jetzt der Erbe, einfach so Kim Jong-Sus adoptierter Sohn. Nicht nur, ich werde dich auch ein bisschen mein Vaters Traum, bla bla bla. Hatte ich ihm nicht getäuscht, ne? Ich ja nicht mehr sagen, ich schwöre mir da nichts. Hier steht aber auch nicht wirklich ein Name. Ja, ich weiß, jetzt habe ich mich verklickt. Am Ende ist dann hier noch das hier das Passwort. Ich sehe es doch schon kommen. Ich lese es mal schnell durch. Das alles Söhne. Hier geht es ja nur um Söhne und nicht um die Tochter. Die Verwendung durch die Wertigkeit Sang Mins und seiner verwitweten Mutter, das Sang Jung an, natürlich unsere gestorbene
Das ist Nonsens. Dass ich mir gerade bei 30 und 30 bla 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 bla. Drei Brüder. Mich interessieren nur Frauennamen. Der Kapitän, das ist auch eine wichtige Person. War vielleicht diese Lobnachricht über sie? Ich verstehe nicht, warum so drauf ist. Ich weiß nicht, wenn ihr einfach nochmal sehen wollt, muss ich sagen, du liegst in der Rechten. Die fahle Braut wäre das Zentrum der Aufmerksamkeit in der kaiserlichen Familie. Allerdings wegen von dir gewünschten Gründen. Sie sind überhaupt nicht wahr. Dieses Mädchen, eine Unruhestifterin, kann mich nicht mal, das ist nicht mal überzeugen, das Gerücht. Dieses Mädchen ist die höflichste und gehorsamste Person, die ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe. Die Vorstellung, dass sie sich nicht ihren Ehemann streitet, bla bla bla. Hier geht's ja um die Dame. Irgendwas an ihr stört mich, wenn mich so. Sie ist so sitzen. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Ich stehe jetzt kurz davor, jetzt schnell mal im Internet zu gucken, damit wir etwas weiterkommen. Was? Geschrieben von Mut. Ups, es tut mir leid. Ich weiß wirklich nicht, wie das da reingekommen ist. Ey, sie gibt doch hier Nachrichten. Ich dachte, dann ist unten das Chat-Symbol leuchtet hell auf oder so. Ja, schenkt dem keine Aufmerksamkeit. Entschuldigung, nichts davon hat wirklich Relevanz. Ich werde es einfach entfernen. Wirklich, ich bin normalerweise nicht ein solcher Tollpatsch. Ich schwöre es. Geschrieben von Mut? Ist Mut das Passwort? Oh, sie hat's gelöscht. Irgendwie fehlt hier was. Nee, Mut ist doch die KI. Sie heißt doch so. Oder? Ich muss mal testen. Hoffentlich geht es auch ohne Sterneingabe. Adminzugang. Wenn es Verwendung SU Passwort SU. Mute. Ja gut, das war zu erwarten. Dann gehen wir mal raus. Okay, dann gucken wir nochmal die Nachrichten und lesen, was sie dazu zu sagen hat. Ich dachte, hier unten das Symbol leuchtet dann blau, wenn sie was zu sagen hat. Also hier ist die Hintergrundgeschichte, denke ich. Es gab zwei wichtige adelige Familien auf der Mukungwa. Die Kims waren die größere, wie du sicherlich sehen kannst. Die Smiths waren die andere wichtige Familie, aber ich fürchte, ich kann dir nichts besonders viel über sie erzählen. Sie waren die wichtigste Familie auf dem Schiff bis kurz vor dem Ende. Der Hohe Magistrat war ein Smith, sogar bis zum letzten Jahr. Ich kann dir ein wenig über sie geben, zur Referenz, damit du sehen kannst, wenn die Kim-Männer als ihren großen Feind betrachteten. Die Smiths waren gegen Ende nicht besonders wichtig. Also kann ich nicht, nun, ich weiß nicht viel über sie. Ich habe auf jeden Fall niemals einen von ihnen getroffen. Also gehe ich von dem aus, was ich gelesen habe. Ja, das sollte ungefähr zeigen, was ich meine. Wie hier, das soll zeigen, was ich meine. Verweist du jetzt etwa auf diese Nachricht? Das habe ich ja doch schon komplett gelesen. Okay, es scheint zwei große Familien auf dem Raumschiff gegeben zu haben.
Ah, jetzt ist es ausgegraut. Ich verstehe. Nun, ich denke, ich kann dir mehr über Ying Si geben. Ich weiß es nicht. Ich denke nicht, dass du ihn wirklich interessant finden wirst. Aber hier, du kannst es dir selbst ansehen. Ah, sollte vielleicht zuerst die Nachricht anzeigen, was sie dazu zu sagen hat, und dann die eigene Nachricht, die eigentliche Nachricht lesen. So, nochmal zurück. Oh, neueste Nachrichten. Wir haben neue Nachrichten. Ah. Ich guck nochmal die alten Nachrichten an. Ups. Ich glaube, da haben wir auch schon die Nachrichten gelesen, oder? Nein, haben wir nicht. Ah, natürlich. Die letzte Person, die die Titel des Kapitäns und des Kaisers auf dem Schiff hielt, war Ryu in Hu. Ist das welcher Name? Die letzte Person, die die Titel des Kapitäns und des Kaisers... Oh, ach nee, das ist ja... So heißt der Kapitän. Ich will wissen, wie die Frau heißt. Über welche Ehefrau des Kapitäns Ryu möchtest du mehr wissen? Die feile Braut. Sehr gut, sie hat eine Menge geschrieben, also ist es etwas schwierig, das zu filtern. Ich denke, ich werde einfach von vorne anfangen und du findest heraus, was wichtig ist. Ja, jetzt hat sie bestimmt wieder irgendwelche Texte freigegeben. Und dann kann man bestimmt auch mal die andere Ehefrau ansprechen. Sehr gut, allerdings habe ich nicht besonders viel über sie, das du als relevant empfinden würdest. Mal schauen. Hier, wie wäre es damit? Gut, zurück. Das heißt, wir haben jetzt viele lauter neue Nachrichten. Verachtung. Na, ich schaue mir jetzt erstmal. Ach nee, wir können das auch zuletzt machen. Immer wenn sie sagt, hier habe ich was für dich, heißt das, dass sie wahrscheinlich neue Nachrichten freischaltet und bezieht sich doch nicht auf diesen Text hier. Wobei, das letzte Mal hat sie das mit angesprochen vorher. Ah doch, ich mach's mal so rum. Entschuldigung, ich denke, es gibt nicht wirklich etwas anderes über sie, das du relevant finden könntest. Okay. Oh, So Yin, obwohl sie in der Zeit, in der sich im Smiths Haus lebte, kaum ihr Gesicht gezeigt haben, hat der zweite Zweig der Familie es auf sich genommen, uns wieder zu besuchen. Eine Woche, nachdem wir gezwungen waren, ihr selbstgefälliges Augenrollen auf dem Begräbnis zu ertragen. Natürlich wäre es unhöflich, sie alle an der Tür abzuweisen, egal wie unangebracht der gewählte Zeitpunkt ist, also hatten wir keine andere Wahl, als sie hier, hereinzulassen. Mein Ehemann wollte nichts mit ihnen zu tun haben, während er von Yang Mi abgelenkt wurde und Schwiegermutter versteckte sich in ihrem Raum, womit nur ich übrig blieb, um sie zu unterhalten. Sobald ich ihren Sohn weggeschickt hatte, um unsere Tochter zu sehen, machte Schwibschwager Kyung Sam natürlich recht klar, dass es nicht diese Art von Besuch ist. Seine Ehefrau saß einfach da, schweigend, während er mich zerriss. Ich konnte nicht alle seine Worte niederschreiben. Es war einfach eine Beleidigung nach der anderen. Anscheinend waren wir schuld, dass Sang Yu ging, bevor sie gekommen waren. Wir hätten die falsche Trauerkleidung getragen und dass mein Ehemann geschockt auf den Tod seines Bruders reagierte. Tatsächlich waren wir schuld an seinem Tod selber. Alles, worüber er lamentierte, war, dass es für die Familie beschämt war, dass es ein Mann des Misshauses erlaubt wurde, sich zu Tode zu trinken. Als ob die wahre Tragödie gewesen wäre, dass es schlecht ausgesehen hat. Ich mag mich nicht wegen Sang-Jungs Tod schlecht gefühlt haben, aber der Rest der Familie tat es. Solch abwehrende Worte über ihren Verlust zu hören, war widerwärtig. Doch er spuckte weiter eine schlimme Sache nach der anderen aus, bis endlich das Unerwartete passierte. Schwiegermutter trat in den Raum. So, ich muss mal kurz nochmal hier überfliegen, nicht, dass ich aus Versehen den wichtigen Namen überlesen habe, der auch gleichzeitig das Admin-Passwort ist. Ich mag dich wegen Sang-Jungs Tod. Ach. Okay, nein, haben wir nicht. Was ist los hier, fragte sie. Er stand auf. Ich leitete
lediglich eine Nachricht an die Ehefrau deines Sohnes über sein schandhaftes Verhalten weiter, der sein Gesicht nicht selber zeigt. Dann fügte er hinzu, ich bin zurzeit beschämt, ein Smith zu sein. Denkst du, die Leute wissen nichts über die Schande unserer Familie? Hast du die leiseste Ahnung, wie sehr ich nun als Thor dastehe? Ich sah niemals einen angsteinflößenden Gesichtsausdruck als den ihren. Ihre Augen blitzten, als sie ihn anstarrte. Endlich sagte sie, ja, aber du weißt es offensichtlich nicht, sonst hättest du deine Stimme gesenkt. Er brauchte einen Moment, um es zu verstehen. Dann war er geschockt, aber Schwiegermutter war nicht fertig. Bitte geh, sagte sie, jetzt. Sie starrten sich eine gute Weile an. Schwiegermutter gewann natürlich um mit einem finsteren Blick gegen Jungsam und seine Familie. Als sie gegangen waren, wandte ich mich an sie. Danke, sagte ich, aber sie schüttelte nur ihren Kopf und ging zurück zu ihrem Raum ohne ein weiteres Wort. Okay, so eine etwas längere Nachricht. Hier ging es um die Beerdigung. Ich hoffe, dass wenn ich den Namen rausgefunden habe, hier dann auch nicht mehr Feile Braut da steht, sondern der richtige Name. Gut, das ist ausgegraut, das heißt, die hat nichts dazu mehr zu sagen. Als Vorbild. Miss Kyung-sam. Ah, hier ist gleich von Anfang an ausgegraut. Ich klicke trotzdem mal an. Entschuldigung, ich denke, es gibt nicht wirklich etwas anderes über sie, das du relevant finden könntest. Okay. Ich habe jegliche Versuche, die Hauptfamilie davon zu überzeugen, sich zusammenzureißen, aufgegeben, dass offensichtlich sinnlos ist, mit diesem Idiotenpakt zu reden. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ihre Selbstzerstörung schnell vonstatten geht, so dass mein Sohn möglichst schnell die Bruchstücke des Rufes der Smith Family zusammensammeln kann, wenn es soweit ist. Er scheint viel, viel weniger besorgt darüber zu sein als ich. Natürlich ist er nur ein Kind, aber der Junge ist sehr reif für sein Alter und vielleicht ist da Weisheit in seiner Ruhe. Alles, was wir tun müssen, ist besser als sie zu sein, richtig? Fragte er mich, während ich wütend war über die Handhabe des Begräbnisses. Machen Gentlemen nicht genau das, führen als Vorbild? Er hat natürlich recht, als eine adelige Familie wird von uns erwartet, ein Vorbild für den Mittelstand zu sein und das gemeine Volk und die Sklaven. Vielleicht müssen wir auch als Vorbild für die Familie des Hohen Magistrat dienen und seinen Bruder. Ich muss zugeben, das Ganze spielt sich ja auf ein Raumschiff ab, aber das liest sich hier, als würden wir einen Text lesen aus dem alten China. Hier wird über adeliges Blut gesprochen, Mittelstand, Sklaven, Magistrat, das sind für mich alles Begriffe, die in der Zukunft so eigentlich nicht wirklich reinpassen. Ah na, ich lese mal weiter. Vielleicht werden die Dinge für meinen Sohn doch nicht so dem Untergang geweiht sein. Er wird natürlich hart für ihn sein, wenn die Hauptfamilie weiter den Pfad des Zerfalls beschreitet. Aber wenn irgendein Junge aufwachsen und die Dinge richtig rücken wird, dann glaube ich, ist es er. Okay. Hier kommt der Untergang. Oh, wir haben viele neue Sachen. Oh, die fahle Braut. Gebrochenes Versprechen. Das interessiert mich hier eigentlich am meisten. Alles, was mit der fahlen Braut zu tun hat. Und hier hat sie auch was zu sagen. Die fahle Braut hatte ein umfangreiches Tagebuch. Ich werde versuchen, noch ein paar mehr Einträge für dich zu finden. Die fahle Braut, liebes Tagebuch, letzte Woche erwachte ich aus der Kryostasis. Oh, endlich mal ein Satz, bei dem man wirklich sagen kann, das ist definitiv die Zukunft. Ja, weil die bisherigen Texte, die haben sich wirklich angehört wie aus dem alten China. Ah, ich lese mal weiter. Bevor ich eingefroren wurde, versprach mir Vater, wenn ich in der Zukunft erwache, würden sie wieder Medizin haben, dass es mir endlich besser gehen würde. Dass ich ihn vielleicht nicht wiedersehen würde, aber seine Nachfahren werden alles gut werden lassen. Ah, sie wurde eingefroren, weil sie eine Krankheit hatte, in der Hoffnung, dass er in der Zukunft geheilt wird. Okay. Ah, die Zukunft hat sein Versprechen gebrochen. Ich habe Angst und bin verwirrt und verstehe nicht, was passiert ist. Ich denke, es hat eine große Katastrophe. Ups. Da. Stattgefunden, als ich in Stasis war oder sowas.
Alle sind so ungebildet und dumm. Vater und Mutter waren manchmal etwas dumm, aber der Typ, der mich aufweckte, er mag ein Kim sein, aber er ist kein Stück wie sie. Vater lag falsch, nichts ist besser. Die Zukunft ist kacke. Ich habe gehofft, dass sie ihren Namen jetzt hier irgendwie drunter schreibt, aber okay, halt dann halt nicht. Aber wir haben ja noch mehr Einträge von ihr freigeschalten bekommen. Ich mach mal unausstehliches Kind und der Monat des Glücks an. Wir lesen mal von oben nach unten. Hier kommt der Untergang, Smisk Jung Sam. Hier kommt der Untergang, wenigstens wird niemand sagen, ich sah es nicht kommen. Es wurde gerade berichtet, Sangmin wurde ausgeplündert, was definitiv der Tod jeglicher Achtbarkeit dieser Familie ist. Als temporäre Beurlaubung wurde es bezeichnet, aber es ist offensichtlich ein politischer Schachzug des Kaisers. Ich denke, ich habe auch eine ganz gute Idee, worauf er anspielt. Er hofft, dass ein Zug gegen Sangmin das Fass zum Überlaufen bringen wird, damit er etwas nicht mehr zu rechtfertigendes Dummes anstellen wird, um dies als Ausrede zu verwenden, um ihn endgültig auszutauschen. Es ist ein guter Plan, es wird funktionieren. Währenddessen ist die Kim-Familie auf dem Weg nach oben, bereit die Lücken zu füllen, die unser Untergang hinterlassen wird. Nun hängt es alles von meinem Sohn ab, wenn es ihm nach alledem nicht möglich ist, es wieder aufzubauen, dann ist die ganze Familie dem dauerhaften Untergang geweiht. Alles hängt von ihm ab. Okay, es finden hier Machtkämpfe statt zwischen den Familien. Oh ja, in Gefangenschaft, die feine Braut. Die hat was zu sagen. Ich lasse dich einfach weiterlesen. Bitte lass mich wissen, wenn du alle Einträge gelesen hast, die ich dir gerade gegeben habe. Die fahle Braut, liebes Tagebuch. Heute wurde ich gezwungen, den ganzen Tag im Haus zu bleiben. Ich konnte es auch gestern nicht verlassen. Oder den Tag davor. Oder den Tag davor und den Tag davor. Oder auch jeden anderen Tag. Ich will darüber schreiben, wie sehr sich das Schiff seit dem Beginn meiner Stasis geändert hat. Aber ich kann es nicht mal sehen. Ich frage immer wieder, warum ich gefangen gehalten werde. Niemand sagt es mir. Naja, auf einem Raumschiff kann man auch schlecht so wirklich rausgehen, weil man sich ja dann im Weltraum befindet. Diese Frau kommandiert mich immer wieder herum. Sie ist schrecklich. Ich sterbe, sag ich ihr immer wieder. Deswegen war ich in Stasis, aber sie hört einfach nicht zu. Sie behandelt mich, als wäre ich ein dummes Kind. Ich habe versucht, mit ihr zu diskutieren. Schau, wie blass ich bin. Kannst du nicht sehen, dass ich krank bin? Ich schwöre, ich habe ihre Antwort nicht erfunden. Warum musst du so gemein sein? Es ist nicht höflich, wenn ein Mädchen ihre Schönheit betont. Schönheit? Ich versuche nicht vor ihr zu weinen. Das musste ich oft tun. Ich bin nicht schön, ich habe ein geschwächtes Immunsystem, brüllte ich ihr ins Gesicht und sie rannte weg. Ich weiß nicht mehr, was sie antwortete. Irgendwas über komplizierte Worte, denke ich. Wie dumm ist sie? Sie hasst mich. Ich weiß nicht warum, aber sie hasst mich. Das ist aber nicht der Grund, warum es mir nicht erlaubt ist, den Schiffsplatz zu besuchen. Jung-Soo, der Mann, der mir immer wieder sagt, ich soll ihn Vater nennen, sagt das Gleiche. Er versprach mir allerdings, dass ich bald die Gelegenheit hätte zu gehen. Ich glaube allerdings nicht, dass er einfach nur nett war. Ich werde später über ihn schreiben. Ich muss jetzt ins Bett oder diese Frau wird wieder sauer auf mich. Okay. Einmal noch was. Die Stunde ist fast um. Ich speichere mal ab. Ja. Oh, wir haben schon 14% freigeschaltet. Ich glaube, ich spiele es doch weiter und werde daraus nicht eine Stunde mitmachen, weil ich bin doch ein bisschen neugierig. Wir haben hier viele frauenfeindliche Texte teilweise gehabt und viele Texte hören sich an wie aus dem alten China. Ich krieg das nicht so richtig in Verbindung mit dieser Zukunft, mit diesem Raumschiff. Er hat mich doch zugemaßen neugierig gemacht. Auf jeden Fall folgt noch eine zweite Stunde. So, die Manga-Figur hier links ist ziemlich knapp bekleidet, muss ich jetzt gerade so sehen. Lenkt meine Aufmerksamkeit voll. Das kleine Röckchen lenkt meine Aufmerksamkeit. Zieht seine Aufmerksamkeit auf mich. Oh, irgendwie ergeben meine Sätze gerade keinen Sinn mehr. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber wie gesagt, ich werde jetzt gleich anschließend noch eine Stunde spielen.
Spielern, man das Spiel nennen kann, im Prinzip ist ja nur lesen. Mit den Namen habe ich ein Problem. Die einzige, die ich hier auseinanderhalten kann, ist eigentlich diese fahle Braut, weil sie halt die fahle Braut heißt. Ist halt ein bisschen dumm, ein bisschen blöd. Aber anhand des Textes kann man ja auch einigermaßen erahnen, welche Person gemeint ist. So, jetzt habe ich so viel gequatscht. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann.